Moin Leute, Trimax hier. Ich bin völlig neben der Spur. Wir haben gerade 1700 Euro Spenden in 10 Minuten bekommen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Und fettes Danke. Heute ist ein ultimativ geiles Spiel. Das deutsche Fünfer-Team spielt gegen Team Queso. Wenn das deutsche Team gewinnt, dann schaffen sie es sogar, Gruppenerster zu werden. Beide Teams sind sicher weiter. Aber jetzt ist die Frage, wer wird Gruppenerster? Ich bin komplett sprachlos, Flobby auch. Wir gucken uns das erste Game an. Icelaw gegen Flobby. Flobby hat gleich die erste Runde. Man holt einen Punkt. Ihr seht das da drüben. Das ist ein Set. Die fünf Games werden ausgetragen. Wenn ein Team drei Punkte holt, ist das ein gewonnenes Set. Wer zuerst zwei Sets gewinnt, hat gewonnen. Selbsterklärend, wenn man da drüben die Anzeige sieht, die ich selbstverständlich eingeblendet habe. Jetzt achten wir auf das Gameplay. Fallen Angel hat 300 Euro gespendet nochmal und jetzt hat er geschrieben, jetzt übertreib mal nicht. Alter, what the fuck. Vielen, vielen Dank. Ich bin fassungslos. Ich war schon fassungslos bei der 100 Euro Spende, aber 1700 Euro. Am 20. ist Charity Stream, okay? Behaltet die Spenden inne. Behaltet sie bei euch. Es gibt Leute, die... Alter, wie lucky, dass die Canon-Karte angegriffen wird. Die das Geld viel, viel, viel dringender brauchen. Am 20. Charity Stream, 12 Stunden lang, wird mega krass. Da kann so viel gespendet werden. Ich bin komplett neben der Spur. Okay, Konzentration aufs Gameplay. Konzentration aufs Gameplay. Icelaw spielt... Lol, das ist das Deck, was Flobby gerade gesagt hat. Flobby hat gerade noch vor dem Turnier gesagt, es gibt fucking defensive Decks, die Meta sind, mit zwei Hütten. Und das ist es jetzt einfach. Mit Kanonen, Karre und Flugmaschine. Ofen, Koboldhütte, Kanonenkarre, Flugmaschine. Ich weiß nicht, wie man in so eine Meta. Wie so eine Meta entstehen kann. Fakt ist aber, das ist Meta. Flugmaschine gegen Inferno Dragon. Flugmaschine macht zum Glück nicht so viel Schaden. Fire Spirits kriegen da einiges geklärt. Wobei das natürlich auch kostet. Miner ist dran, macht Damage. Das Gute ist, Flobby hat einen... Ja, das ist Value. Das ist richtig Value, den Flobby da bringt. Da trifft er die Koboldhütte, also die Kobolde aus der Koboldhütte, den Ofen, den Royal Ghost bisschen getroffen, den Turm. So kann man das machen. So kann man das machen. Inferno Dragon fliegt in die falsche Richtung. Ist gut. Gegner muss da noch Einheiten setzen. Der Miner geht auf die Koboldhütte. Auch das ist in Ordnung. Poison Spell lohnt sich. Koboldhütte geht down, Turm kriegt Schaden und Royal Ghost ist wieder angehittet. Goblin Huts sind recht nice gegen den Royal Ghost, weil der immer wieder sichtbar wird. Jetzt hat er gerade keinen Schuss kassiert. Jetzt bringt er hier selber einen defensiven... einen offensiven Poison. Icelaw. Alter, das Team von Team Queso ist richtig krass. Wir wissen noch nicht, ob Surgical Goblin heute spielt. Beide Teams sind, wie gesagt, sicher weiter, aber es geht hier darum, wer Platz 1 wird. Und das ist natürlich immer sehr interessant. Fledermäuse sind gebracht, wunderbar gespielt. Da ist die Kanonenkarre und der Eisgolem. Poison Spell wieder am Turm. Kein schlechter Sepp. Kann man machen. Kann man machen, ja. Das geht auch noch down, aber die Kanonenkarre macht viel zu viel Schaden. Ah, Inferno Dragon, neues Ziel, das tut richtig weh. Und die... Ah, jetzt sieht's... Jetzt kommt hier Icelaw mit einem recht großen Push, wobei Flobby auch viele Gebäude hat. Beide haben einen Poison Spell dabei. Was ist das für ein Game? Die spielen hier echt beide zwei Spawner. Wie Ofen und Koboldhütte, wie kann denn sowas Meta kommen? Extrem viel Value von Flobbys Poison hier jetzt. Meiner hat er nicht richtig predicted, der Ice Lord. Jetzt ist hier ein Royal Ghost und eine Kanonenkarre gleichzeitig eingesetzt. Jetzt könnte Flobby extrem viel Mega-Ritter-Value bringen, wenn er hier alles trifft. Er setzt sie nach hinten. Okay, weil ich mit Elixier vorlaufen wollte. Der Eis-Golem wird getroffen, aber der Royal Ghost nicht mit. Ah, die Kanonenkarre. Oh, die Kanonenkarre. Connected. Scheiße. Nee, ne? 400 HP hat der Turm. Flobbys Gegenoffensive. Ah, ist richtig predicted. Jetzt ist der Miner wieder dran. Den Royal Ghost muss er noch aufhalten. Oh mein Gott, er muss jetzt eine Koboldhütte setzen. Da kommt ein Oh, das wird jetzt ganz knapp. Das wird ganz knapp. Nur weil eine Kanonenkarre connected ist, kann er die noch abwehren irgendwie. Oh mein Gott, ja. Ja, ja, ja. Komm, Miner Poison. Miner Poison. Poison ist da.
Oh mein Gott, oh mein Gott. Meiner ist unterwegs. Da kommt er hin. Und das ist es! Alter! Flobby. Junge. Alter. Junge, was für ein Struggle. Was für ein langes Game. Ihr beide zwei Spawner. Alter, wie viel Schiss hattest du, als die Kanonenkarre connected ist? Ich habe das gar nicht so richtig mitbekommen. Habe also ich mir gedacht. Von dir gehört. Du hast es von mir gehört. Ja. Ich habe zwar die Kopfhörer nur so liegen, aber ich hört das ja so leise. Ich habe es gehört, aber ja, ich war einfach im Game komplett so. Alter. Krank. Krankes Game. Kranke Spenden. 1700 Euro, ne? Das ist dir bewusst. Ja, es ist, ich kann, nee. Hä, 1700? Hä, wieso 1700? Waren wir nicht gerade noch bei... Ja, es kam da noch was, eine Kleinigkeit rein. Als du, bei der Ankündigung kam Fallen Angel mit einer 300 Euro Spende und schreibt dazu, jetzt übertreib, meine ich. Ach, Alter, du Scheiße, Mann. Das ist doch einfach krass. Oh Mann, ey. Oh, ich zitter gerade, ne? Ich check's gar nicht. Das ist Höllen viel Geld. Das ist. Engados hat mir geschrieben. Das ist einfach, keine Ahnung, das ist einfach mehr als eine Monatsmiete. Das ist eine Monatsmiete plus Spritgeld plus ein Einkauf. Das ist die Versorgung einfach. Punkt. Das ist einfach, ich kann's nicht fassen. Alter. Okay, krass. Jetzt sind wir im nächsten Game. Bochum-Fan gegen Soaking. Alter, krankes Game. Wie ist es... Echt geil, dass wir sowas hier mal sehen. Wie ist das mit dem... Warum ist die Flugmaschine so doll Meter auf einmal? Okay, Bochum spielt Golem und ich glaube, Soaking spielt Packer. Aua. Nochmal. Ich glaube, Bochum spielt Golem und Soaking spielt Packer. Ach du Scheiße, Packer Poison. Vielleicht spielt er auch Giant, aber ich glaube, er spielt Packer und es ist beides nicht gut. Also doch, Giant wäre gar nicht so schlecht, aber... Also Bochum spielt 100% Golem. Soaking, vermutlich Packer. Ja, Luxman spendet 400 Euro. Übernimmt die Überweisungskosten. Nee. Und schreibt da einfach nur ein Herz zu. Nee. Ich fass es nicht. Das Ding ist, der meint das halt ernst mit Sponsor, ne? Ja, ich... Das ist... 2100. Wie lange streamst du? 10? 15 Minuten? 20 Minuten. 20 Minuten. Alter, Das glaubt mir doch kein Mensch. Das glaubt dir kein Mensch. Erzähle, mir auch nicht. Mir auch nicht. Alter. Danke. Da kann man nicht mehr sagen, ich bin komplett sprachlos. Wir müssen uns aufs Games konzentrieren. Bochum spielt bisher ganz gut, aber das Deck ist halt schlecht im Matchup. Ja. Packer Poison. Tut einmal weh. Aber wenn er jetzt einen Golem bringt, dann kann er es gewinnen. Oh. Oh mein Gott. Er kann es einfach gewinnen. No joke. Oh. Er kann es gewinnen. Oh, der Golem in Rage. Aber der Golem ist geraged. Dadurch ist er sofort... Oh, Flugmaschine ist auch geraged. Alter, kann die geragede Flugmaschine Elektromagier killen? Oh mein Gott, no way. Oh mein Gott, wenn er das gewinnt, ne? Wenn er das gewinnt. Alter. Dann Legende. Alter, er... Oh mein Gott. Da ist noch ein Mega Minion. Oh mein Gott, der Fokus perfekt. Mega Minion ist down. Der Fokus war einfach perfekt. Er gewinnt? Er gewinnt? Ja. Nee, hat nicht gewonnen. What? Scheiße, jetzt kommt Poison. Meiner Poison. Ist aber down. Ist down. Reicht noch nicht. Es reicht noch nicht. Es reicht noch nicht. Scheiße. Wird so knapp. Es ist ein Gracious Mega Minion, aber das ist ein Elektromagier. Reicht nicht, das reicht kein Poison selbst. Es reicht nicht. Kein... Schade. Alter, wie close. So ein starkes Deck. 122 HP. Schade. Okay. Also wirklich für ein Konterdeck und gegen Soaking einen so starken Spieler. Ist okay. Das wäre zu viel gewesen. Okay, 1:1 steht es. In diesem Set. Da vorne seht ihr die Punkte. Ist das groß genug? Sieht man das als Zuschauer? Ich weiß nicht, wenn ihr das über euer Handy guckt, ist das vielleicht ein bisschen klein. Jetzt spielt Vendetta.
Und Vendetta hat es geschafft mit seinem super kranken Standarddeck, meiner Poison Cycle mit Inferno-Turm, hat er Surge besiegt. Er hat auch vorhin beim Turnier gespielt und sehr, sehr starke Spieler damit zerstört. Ich bin gespannt, ob er spielt. Nein, spielt er nicht. Er spielt es nicht, er spielt einen Ballon. Spielt einfach einen Ballon. Ballon und Skeleton Barrel da auf der anderen Seite. Okay, ja. Also Vendetta spielt das Ballon Cycle Deck, das kenne ich. Engador spendet 100 €, übernimmt Überweisungskosten und schreibt, ich spende auch noch eine Kleinigkeit. Ein Ja, Herz eine dahinter. Kleinigkeit. Sind ja auch nur 100 Ja, Euro, ne? Alter. Vielen Dank. Das glaubt mir kein Mensch. Ich kann es nicht fassen. 2.236 €. Jetzt den Ritter. Alter. Also, Vendetta spielt Laloon Cycle gegen das Deck, was gerade Platz 1 global spielt, und zwar Mega Ritter Inferno Dragon mit Skeleton Fass und Koboldhütte. Das Matchup ist überhaupt nicht gut, weil er ein Gebäude hat Ja. und Inferno Dragon. Das könnte schwierig werden. Was hat er denn Jetzt hat er einen gegen. Eisgeist und dann Tornado, Ah, oder? Spear God macht da auch Damage. Ja, aber gut, das geht noch fit. Der geht Ja, da er spielt down. das gut, aber das Problem ist, ich weiß nicht, Vendetta wie spielt es er. echt gut, aber. Na, das hat er auch gut gelöst. Aber er kriegt halt Schaden rein. Vendetta Er raged da wollte den auch. Miner mitziehen. Kann ich verstehen. Er kann halt. Wird halt schwierig. Er kann halt nicht wirklich einen Push aufbauen, weil eigentlich muss der Gegner irgendwas failen, damit er mit dem Ballon durchkommt. Und St. Bellican ist kein Spieler, der sowas Das failt eigentlich. Problem ist, wenn so dermaßen starke Spieler gegeneinander antreten, dann ist es immer so, dass das Matchup auch recht entscheidend ist. Oh mein Gott, er kommt durch mit dem Ballon. Aber Das er wird er kriegt nicht es abwehren können. niemals verteidigt. Niemals. Oder? Er hat einen Zap. Tornados, Oh mein clever. Gott. Ah! Digga, wenn er das verteidigt kriegt. Defensiver Miner, der Er ist hat's down. verteidigt. Nee, ne? Kommt noch ein. Royal Ghost überlebt und Jetzt. wird unsichtbar. Na gut, ist er wieder. Oh, Doppel-Inferno. Oder Was hat er denn zwei dagegen, Mann? Inferno. Der hat ja. Oh Okay. mein Gott, Henker Das Tornado. reicht. Reicht. Das reicht. Also zieht er den Tornado alles weg. Nein, er hat gefehlt. Oh nee, das reicht. Eisgeist. Reicht. Oh mein Gott, Gegner super starker Sepp. Nee, ne? Nein. Oh. Oh, Ritter ist wieder da. Was ist das, Mann? Ich dreh komplett. Oh mein Gott, der Executioner trifft alles. Geht er. Ja, der Executioner lebt Ja. noch! Er lebt noch, er hat gewonnen. Oh Er hat mein, was? gewonnen. Das geht gar nicht. Das geht Gewonnen. gar nicht. Es Das geht kann gar nicht. Vendetta nicht gewinnen. Junge, er wurde so gecountert. Was? Alter, What richtig the stark. fuck? Vendetta! Was? Alter. Alter, wie er da verteidigt hat! Das war ja der Struggle seines Lebens! Hallo? Kann mal bitte jemand was sagen? Alter, das Alter. war richtig stark gespielt. Er hat einfach. Er hat so ein Leben gespielt in der Defense. Ich kann es nicht fassen. Oh, einige schreiben Echo. Ich war wieder zu laut. Man hat mich bei Floppy gehört. Ja, lol, wenn du zu laut bist, dann Ja, hast du mich. ja. Aber eigentlich habe ich es so runtergestellt, dass es klar geht. Was ist denn hier los? Munich eSports Alter. spielt einfach mal ultra geil gerade. Wir führen 2-1 gegen im Gegen Team ersten Set, Tieso. Und Alter. das Game Bochum Fans Soaking war echt auch closed. Aber auch richtig Jetzt knapp, ja. spielt Big Spin gegen Thaggy. War der nicht mal im deutschen Team? Ach nee, ich hab Tyreen verwechselt. Ja, okay. Nächstes Game. Alter. Ich finde, Matze hat echt, das passt einfach. Das. Er hat echt eine Entwicklung gemacht in letzter Ja, Zeit. das Das ist ist echt ultra krass. krank. Und ja, jetzt spielen noch Honza und Toaster. Ah ne, Big Ha. Spin spielt ja. Big Big Spin Spin spielt, und ja klar. Big Spin und Toaster oder dann. Honza? Honza, ja. Hast du das Layout? Ja, so eingeblendet hier, oder Wer nicht? spielt danach? Wer spielt danach? Jetzt spielt Big Spin gegen Thaggy und dann spielt Jan gegen Honza. Okay. Und Oder. spielt Surgical Goblin wirklich nicht? Echt nicht? Krank. Krass. Ja gut, sie sind halt sicher weiter, aber es geht hier halt auch Vielleicht. darum, wer Gruppenerster wird, ne? Beide Ja, okay. spielen Skeleton Barrel, aber Big Spin hatte jetzt gerade gar nicht so Der richtig Gegner gegen. hat null Elixier. Oh mein Gott, Und die, oh mein Princess hat Gott, nicht richtig Princess getroffen. hat. Oh, Die hat wie viel richtig. Damage! Oh!
Wie lucky, das kann man nicht kontrollieren. Das kann nicht mit Absicht gewesen sein von Big Spin. Da muss man sich einfach mal freuen. Big Spin hat sonst immer so viel Pech in den Turnieren. Vom Matchup oder von ganz kranken Sachen, die da passieren. Jetzt hat er einfach mal. Einfach mal Glück gehabt. Wen haben wir da? Big Spin. Ich habe ihn hergemutet. Ah, okay, jetzt ist eh gemutet, ja, okay. Dann mutet er sich ja noch irgendwie. Alle schreiben, Search ist in Urlaub, deswegen kann er nicht. Achso, okay. Ja, ja, genau. Hattest du ja vorhin auch schon erwähnt. Big Spin hat nichts allzu. Aber er war gerade im Clan und hat gefightet. Ein Testspiel gegen Variko, deswegen. Ja, okay. Big Spin hat nichts gegen das Koboldfass so richtig, ne? Nee. Könnte noch kritisch werden, aber der Mega-Ritter holt den Turm. Alter, und er geht. Alter, okay, okay. Inferno Drain gegen Skeleton Barrel, auch das ist okay. Sepp ist gespielt. Oh, perfekte Fledermäuse. Aber jetzt hat er einen krassen Elixier-Nachteil, da muss er aufpassen. Ah, Inferno Drain ist halt auch noch da. Meiner. Boah. Oh mein Gott, nice. Diese Kombi einfach. Meiner und Royal Ghost. Halt ist es viel zu teuer, aber er muss ja nur noch verteidigen. Aber es geht auch noch 40 Sekunden. Jetzt kommt ein defensives Skeleton Barrel. Kommt wieder ein Sepp. Er laggt, er hat gelaggt. Echt? Er hatte Lex. Oh mein Lex. Gott, er schreibt, wow. Er hat also gelaggt. Wenn er jetzt verliert, weil er Lex hatte. Oh, schöner Mega-Retter. Die Fledermäuse sind... Nein. Die Fledermäuse, guck sie an. Oh nein, selbst. Scheiße, scheiße, scheiße. Er muss noch verteidigen. Der Gegner hat eine Rakete, ist halt die Frage, ne? Kann er nicht verteidigen. Er hatte einen Lag. Er hatte, wir hätten gewonnen. Oh mein Gott, ich hab's gerade noch gesagt. So geführt. Ich hab's gerade noch gesagt. Wir hätten 1-0 geführt. Mhm. Ja, ja, normal. Das wäre das erste gewonnene Set. Da kommt ein Lag und dann ist der Sepp nicht da. Aber stark gespielt. Jetzt ist halt nur die Frage, was macht er? Schöner Sepp, schöner Sepp. Der Gegner bringt da auch keinen schlechten Sepp. Aber der Mega-Ritter, nein, nicht am Turm. Aber Royal Ghost plus Skeleton. Gegner hat verkackt! Der Gegner hat schon wieder gechoked. Der hat schon wieder das Timing verkackt. Ey, wieso Bixby haben die so... Und Bixby muss nur den Turm holen. Ja, er muss nur den Turm holen. Er muss jetzt... Er kann es eigentlich nicht verteidigen, das ist das Problem. Doch, kann er. Oh mein Gott. Ah, nein, nein, nein. Ah, Mega-Ritter connected nicht. Er hätte den Turm. Er hätte aber den Turm, aber der geht down. Daran wird es nicht scheitern. Alter, so stark. Oh mein Gott. Er das ist das. Es. Das wir führen 1-0 gegen Team Keso. Jetzt ey, Alter, Leute. Munich E-Sports. Wo sind die anderen Leute? Wir müssen uns beraten. Hier schreit hier das Hoking hat schon wieder den Stecker gezogen. Alter, da ist der Turm down. Da ist der Turm down. Big Spin gewinnt. Und das ist der erste Punkt für Munich E-Sports. Wir führen gegen Team Keso. Nice. Alter, wenn ihr jetzt hier Gruppenerster werdet, ne, dann ist die Party aber groß. Alter, ohne Witz. Alter, Big Spin, Alter. Ich hatte Junge. Ich hatte ein totes Lag bei diesem Sepp. Wie ist so ein Sepp-Lag gegen den Skeleton Barrel? Wie hast du dich da gefühlt? Alter. Ich wäre fast ausgerastet. Mein Puls fast, auf 180. Nur fast, ne? Das war bis dahin echt ein sicherer Hafen. Ja, und dann ganz sicher. Kommt dieser... Alter. Alle schreiben, Soaking war wieder am Router. Ja, keine Ahnung, wahrscheinlich. Nice, das Game auf jeden Fall. Alter. Von ihm ziemlich eindeutig. Das Game Soaking gegen Bochum-Fan war ja auch super close. Und jetzt 3-1 hier. Alter. Ja. Holy, guckt auf das Line-Up. Von den Gegnern? LOL. Was ist? Oh mein Gott. Alter, Team Keso möchte auf gar keinen Fall verlieren. Soaking, Surgical Alter. Und Adrian Pietra sind jetzt. Warte, wer ist an der zweiten Position? Du gegen Belekin. Alter, gegen Big Spin gegen Surgical Goblin. Big Spin, Alter, und Adrian Pietra ist auch mit dabei. Oh Gott, die wollen ja auf. Ohne Witz, eben hieß es noch, Surgical ist im Urlaub, der kann nicht spielen. Adrian Pietra war eben auch nicht dabei. Jetzt haben sie die erste Runde verkackt. Jetzt kommen. Also die anderen Spieler waren ja schon krass, aber jetzt kommen halt nochmal. Okay. Skeleton Barrel ist gebannt, okay. Oh mein Gott. Oh mein Alter, da denkt man 1-0. Jo, vielleicht kriegen sie das nochmal hin und dann kommen einfach die besten Spieler der Welt in Team Keso ran. Aber gut, wenn man hier gegen Team Keso gewinnen möchte, muss man gegen diese Spieler gewinnen irgendwie. Soaking erstmal schön gegen Honda. Wir springen ins nächste Set. Das deutsche Team liegt 1-0 vorn. Jetzt kommt Team Keso mit den richtigen Spielern um die Ecke. Also, ich kann es nicht fassen, wer jetzt hier spielt. Okay, Honza gegen Soaking. Das wird Soaking. Krank, so oder so. Wir haben schon mal 1-0, führen wir schon mal. Wir haben da Icelore, Soaking und noch jemanden besiegt. Ja, ja. Das musst du dir mal überlegen, wenn Icelore allein schon ein Auswechselspieler ist. Ist er jetzt nicht dabei? Nein. Lol. Ja, das Team ist leicht OP, aber... Oh, das ist geil, der tankt nicht. Der Poisoner jetzt nicht optimal. Aber das bringt nichts, der Hunter ist schwach. Der Hunter ist schwach gegen die... Das Matchup ist schwierig für Honza. Der Gegner spielt Graveyards mit Kobold. Die Kanonenkarre ist der krasseste Counter gegen den Hunter überhaupt. Ich kenne Honzas Deck, das Matchup wird ekelhaft. Es können beide gewinnen, aber es wird schwierig für Honza.
kann es nicht fassen, was. Alter. Alle sind jetzt dabei. Oh. Aber wie will man denn da durchkommen? Oh, das war kein schlechter Move. Ist er durch? Er hat kein Eisproblem, ja. Der ist durch. Alter. Aber er hat. Oh mein Gott, er spielt die noch. Alter Honza. Die Frage ist, wie kriegt das verteidigt? Hat er Guards und Eisgäste oder so? Ja, Guards nicht, oder? Doch. Oh mein Gott, Guards und Omega Minion richtig stark. Richtig stark. Oh, fantastisch, was? Oh mein Gott. Honza gegen Soaking? Alter, das ist so viel Schaden, den er schon verursacht hat. Was ist die letzte Karte bei Honza? Ist ein Poison? Ja, ist ein Poison. Das ist das Grand Challenge Deck von Tali, ne? Deck hat er geübt, ja. Alter, krass. Das haben wir heute schon einige Male in anderen Turnieren gesehen. Das war eine Zeit lang extrem krass, dann war es fast gar nicht mehr dabei und jetzt ist es wieder dabei. Heftig, okay. Das ist eine ganz schön solide Führung. Ein Poison jetzt. Ja, da ein Poison. Ja, Koboldhütte. Nice. Oh mein Gott, die Koboldhütte ist down und der Elektromagnet. Aber jetzt kommt genau das Graveyard. Ah, aber guck mal, der Hunter, der zack, ja, perfekt gespielt. Zieht da den Eisgolem sofort ab und guck mal, wie der jetzt richtig geil sprayt. Der trifft da alle Skelette. Kein Schaden kassiert. Der ist richtig stark. Das Problem ist einfach nur, unser muss jetzt aufpassen. Mit dem Poison. Ja. Weil wenn das nochmal passiert und er in einer schlechteren Lage aggressiver ist, Prinz um die Kanonenkarre. Ja, ist gut. Hat keine Räder mehr, ist in Ordnung. Kommt ein Preußen. Jetzt kommt Friedhof. Ah, diesmal setzt er den Hunter nicht direkt in die Truppen. Okay, kann man so auch machen. Kann man so auch machen. Die Zeit sieht jetzt auch ganz gut aus. Hat sich, glaube ich, nicht so gelohnt. War ganz okay. Jetzt würde ich trotzdem Preußen spielen. Mega Minion. Ja, hat er Preußen ist drauf. Kanonenkarre, keine Räder mehr. Der Giant wird dann gleich die Kanonenkarre angreifen. Okay, soweit kommt er eh nicht. Jetzt muss er es noch verteidigen, auf jeden Fall. Ja, jetzt wird es schwer zu verteidigen. Jetzt wird es schwierig. Den ja, Eisgeist hat nicht funktioniert. Ging dort down. Sieht aber gut aus. Hat er verteidigt, ja. Alter, verteidigt. Stark, okay. Perfekt, geil. Oh, nicht zu früh freuen. Nee. Alter, was? Lol, das hab was? Ich What the fuck? Nee. Auf einmal. Ich dachte, das sah voll gut aus und dann hat anscheinend er die Guards gehört. Oh mein Gott, nein. Oh, nee. Schade. Wir waren uns alle drei sicher, dass das durch ist. Aber es waren da 30 Skelette und Elektromagier Stunt. Ja, ich habe schon weggeguckt. Er hätte vielleicht den Hunter gegen Friedhof spielen sollen und die Guards. Er hat seinen Eisgeist auch gefällt. Eisgeist ging sofort down gegen Spearkopf und Elektromagier. Oh mein Gott, ich kann es nicht fassen. Mhm. Alter, der E-Wizard, wie viel Value. Oh mein Gott, okay. Nächstes Game: Bellikin gegen Flobby. Damit gar keine Rechnung. Kein Zuschauer checkt, wie sich das noch so drehen konnte. So, ich hat den Router abgeschaltet schon wieder. Das ist jetzt hier einfach der. Bleibt einfach der Running Game. Meme. Einfach komplett. So, wir gehen ins nächste Game. Was werden für Decks gespielt? Ja, kann man machen. Bellic entscheidet, das Golem-Deck zu spielen, was wir alle kennen. Ja. Da und ist Flobby. Aber bei Flobby mit Inferno Dragon, Fledermäusen und Mega-Ritter. Er spielt das gleiche Deck wie eben wahrscheinlich. Ja. Wo ja eigentlich auch das Skeleton Barrel drin ist. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt im Ofen kommt, genau. Mhm. Und da war ein bisschen zu früh, da hat er warten müssen für den Poison Spell, bis der abläuft. Schreibt auch, ups. Hat schon Schaden kassiert. Ja. Krass, wie viele Decks es jetzt gibt mit zwei Spawnern, also mit Kobold und Ofen, ne? Das stimmt, ja. Da sind extrem viele dabei. Ist ja seit dem World Finals irgendwie im Trend, als Music Master das gespielt hat. Und jetzt scheint das hier irgendwie Schule zu machen. Ist Schaden vertreten. Oh lol, Fire Spirit sneakt sich an den Kobold. Die Spawner sind halt aktuell ziemlich, ziemlich stark, weil du kannst, damals war es ja so, eine Kobold-Hütte hat nicht viel gemacht. Die konntest du einfach punishen und konntest du irgendwie wegbekommen für Value. Ja. Und jetzt hat sie einfach selbst so viel Value. Die Kobolde, die Sperrkobolde sind in der aktuellen Meta so stark. Mhm. Und, also natürlich nicht die Goblin, die normalen Sperrkobolde, aber die aus der Hütte. Ja, ja. Das ist, ja, einfach bemerkenswert, wie sich das gewandelt hat. Habe ich das nicht predicted? Meine Zuschauer, habe ich das nicht gesagt bei den Balance Changes? Kobold-Hütte wird gespielt. Wegen den Spear-Goffs. Hat ein bisschen gedauert, aber Predict war da. Wie ist das Matchup? Die Flugmaschine ist so stark gegen so ein
Oh mein Gott, dann noch der Sepp. Schreibt, das sieht nicht gut aus, ne? Das sieht gar nicht gut aus gerade, ja. Belkin hat den Turm. Das ist zu mächtig, da wird er komplett überrannt. Ja. Das Deck kennt Flobby zu gut, das ist da verdammt schwierig gegen. Da kam er nicht richtig rein. Ja, da, genau, von vornherein leider. Ja, nicht. Wirklich von vornherein. Wenn man damit zwei Spawnern oder so startet oder meiner Posten direkt auf der Starterhand hat, wenn es wichtig ist, dann geht's ja. Aber dann so kann man es machen, aber so sieht das gar nicht gut aus. Also. Das ist zu viel Durchschlagskraft jetzt hier am Ende. Ja, ja, das ist leider zu viel, ja. Da kann man dann gar nichts mehr machen. Dann Flobby höchstens den rechten Turm bekommen, aber auch das sollte egal sein, weil ja, der Hauptturm wird jetzt leider fallen, ja. Alter, dieses Deck, sonst immer selber gespielt von Flobby, jetzt gegen ihn verwendet, sehr viel Durchschlagskraft. Da kann man nichts machen. Alter, ich habe komplett nicht mit Golem gerechnet, ich hätte den Preußen niemals spielen dürfen. Wie war deine Starterhand? Die war kacke. Ich wollte den Fendragon eigentlich nicht spielen. Ja. Aber ich hatte irgendwie nur Zauber und noch irgendwas anderes, was ich nicht spielen wollte. Ja, haben wir uns schon gedacht. Also man kann mit dem Deck gewinnen, auch wenn das Gegner nicht sehr stark ist, aber nicht mit, ich glaube nicht mit dem Start. Ja, mir ist das heute bei ESWC auch schon passiert. Ich habe teilweise echt so behinderte Starterhände. Oh Gott, viel Spaß. Bis gleich. Ja. Aber es war Surgical auch nicht gut gegen gespielt. Big Spin. Das war auch nicht gut gespielt. Das deutsche Team liegt vom Set vorne 1-0. Aber in diesem Set liegt Team Keso 2-0 vorne. Wenn Surge jetzt gewinnt, kann das schon ein Setpunkt sein. Aber Bixman hat das Zeug dazu. Alter, was für ein Game. Bixman gegen Surgical Goblin. Was sind das für Decks? Ich hätte mit Golem rechnen müssen, aber ich dachte nicht, dass er Golem spielt. Verdammt. Die schalten sich gegenseitig aus. Miner ist von Surge dran, macht Damage. Royal Ghost hilft. Surge spielt Packer. Kann der Royal Ghost nicht viel machen. Poison ist bei eingesetzt. In Ordnung. Muss er halt nur gleich den Elektromagier stirbt. Aber dürfte er hinkriegen. War Schaden. War ein sehr, sehr aggressiver Move von Big Spin, aber okay. Ah, Eis. Oh, okay. Alles noch gut. Eiskohle noch eingesetzt. Ah, das Mega Minion muss aber down gehen. Kriegt noch einen Hit. Das reicht. Das ist kein Hit mehr. Sehr schön. Alter, krass. Er hat ein Elixier. Er hat sogar einen Elixier-Vorteil. Das Problem ist allerdings... Shit, das war heftig. Das war richtig, ja. Dass das Matchup nicht unbedingt so gut ist, weil der Gegner hat... Also, Surgical hat Minor Poison. Mhm. Und er hat halt diesen defensiven Poison-Spell eventuell gegen... Aber gut, er hat noch die Koboldhütte. Die Koboldhütte. Er muss... Stark. Eigentlich setzt man den Poison immer auf Koboldhütte und sonst was. Und ja. das fällt kann halt weg. Eigentlich nicht. Lol. Das hat er clever gelöst. Da kommen noch Hits raus. Der geht auch down, weil der Royal Ghost wieder unsichtbar wird. Kobolhütte steht noch. Okay, das ist gar nicht so verkehrt, aber das... Oh, Eisgeist. Der Eismagier macht 0 Damage. Und dann geht er jetzt andere Seite. Offensive auf der anderen Seite. Weil jetzt kommt doch einfach der Poison. Defensiver Poison Spell. Und das gemacht hat. Jetzt der Poison Spell raus, jetzt kann da wieder eine Koboldhütte gesetzt werden. Das war ein bisschen Schaden. Der Elektromagier lebt noch. Tornado kommt, das ist stark. Tornado. Das war ein sehr starker Tornado. Eismagier kriegt Schaden. Royal Ghost am Turm für 2 Hits. Kann man noch ab, okay. Mega Minion tankt. Er hat kein Poison. Ah, da spielt Surge aber auch stark. Da kommt etwas Schaden durch. Wird halt schwierig. Er hat halt nicht so viel Elixier. Er muss halt... Eismagier nach ganz vorne. King Tower ist an. Jetzt wird's nochmal richtig interessant. Lol. Mega Minion auch sehr stark gespielt. Alter, Big Spin, wie wir hier das Game seines Lebens haben.
Der King Tower ist an. Da kann man sehr viel mit arbeiten. Royal Ghost. Da bringt auch der Poisons nichts. Er kennt das Matchup halt so gut. Oh mein Gott, das ist jetzt mal richtig Schaden hier. Das war echt Damage. Alter. Das war krass. Das war heftig. Jetzt hat Surge nicht so wirklich viel Elixier, um seine Offensive zu unterstützen. Den Royal Ghost kann er eigentlich quasi fast durchlaufen lassen. King Tower ist an. Zieht er nochmal ran. Ist okay, kann man machen. Ja, war genau richtig gespielt. Ich komme gerade nicht drauf klar, wie krass X-Spin hier spielt. Also wir wissen, dass er ein starker Spieler ist. Aber das hat jetzt auch hier mit dem... Er geht hier mit dem Royal Ghost rein, weil er ganz genau weiß, da kommt ein Poison Spell. Er hat gewonnen. 344 HP, heilige Scheiße, gewinnt hier Big Spin live gegen Surge, der Poison Spell ist da. Da braucht man nicht mehr viel. Ich habe aber so gefailt. King Towers an. Was hat Big Spin zu meinem Game gesagt? Weiß ich gar nicht. Okay, egal. Oh mein Gott. Leute! Party! Alter. Big Spin gewinnt gegen Surgical Goblin! So. Alter, ja, Junge, wie geil hast du gespielt? Man merkt absolut, dass du einfach 100% weißt, was du machst. Also 100%. Ganz, also dieses, das war die pure Routine. Du wusstest 1:1 die ganze Zeit, was er macht. Er bringt den Poison Spell, dann hast du keinen Ice Golem mehr reingeschickt zum Tanken, sondern immer wieder einen Royal Ghost. Das war einfach so nice. Alter, Junge, gegen Surgical Goblin. Guck dir den Chat an, wie der feiert. Was hattest du bei meinem Game gesagt? Irgendwas... Noch irgendwie zur Rotation oder zum Spielverlauf habe ich irgendwas komplett falsch gemacht, weil irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass ich scheiße gespielt habe. Irgendwie. Also klar, der Poison war kacke, weil ich dann halt den nicht mehr hatte, richtig, und ich war halt in den Elixiernachteil, den man halt gegen Golem nicht so gehen darf. Ja. Das Problem ist, glaube ich, dass du am Anfang die Hütten nicht richtig stacken konntest. Du konntest da nichts mehr gegen seine Koboldhütte machen. Da hast du eine Poison geworfen und dann war RIP. Ja. Das war das Problem. Das war eigentlich der Gameverlauf. Wir gehen ins nächste Game. Vendetta also ich glaub, gegen Adrian Pietra. Hast an sich nichts falsch gemacht, aber der Poison-Spell, der hätte nicht sein dürfen. Und der Miner zusätzlich. Du hättest entweder Poison oder Miner spielen sollen. Das ist recht. Overextend. Alter Big Spin, das Game, du hast gerade so derbe geil gespielt. Hast du es gemerkt, als du gespielt hast, wie geil du spielst? Oh, das ist Miner Poison gegen Giant. Also ich wusste halt, was ich machen muss, so ungefähr. Das war das Gute. Ist meiner Poison. Das ist das Matchup kenne und weil ich das Deck, was ich gespielt habe, sowieso gut kenne. Das war einfach nur geil. Aber guckt euch das an. Vendetta zerstückelt die gesamte Pro-Szene. Die gesamte Pro-Szene macht er mit diesem Deck nass. Und er spielt das Deck schon wieder und er spielt gegen den Giant. Aber Giant ist nicht unbedingt ein Free-Win. Es ist auch noch ein Elektromagier, Eisgeist und Miner dabei. Ja, es ist nicht dieses pure. Ghost oder Prinz sind halt ganz gut dagegen. Ja. Da muss er aufpassen, aber... Okay, der Ghost kriegt's. Oh, wie ärgerlich. Oh, der Ghost, ärgerlich. Ja, 0 HP. Kann die Bandit denn durchkommen? Nö. Oh, er hat einen Prinz. Er hat Prinz und Ghost. Oh, das kann ganz ekelhaft werden. Okay, das ist dann weil doch nicht... Weil er hat keine Guards, er hat keine Skelette. Ja. Das Einzige, was er hat, ist Eisgeist. Holz, Elektromagier, Eisgeist. Das ist aber auch alles zum Resetten, ne? Charge nehmen. Ja, das stimmt. Oh, das wird ja richtig interessant. Also wir wissen, wie heftig Vendetta ist. Der hat in letzter Zeit extrem aufgebaut nochmal. Falls Vendetta jetzt hier gewinnen sollte, würde es 2:2 stehen. Aber Adrian Pietra ist auch ein extrem starker Spieler. Was hat er bisher erreicht? Könnt ihr das mal ganz kurz zusammenfassen? Der ist Viertelfinalist bei TCGS. Nee, der war Halbfinalist oder Viertelfinalist? Der war auf jeden Fall in den World Finals dabei und hat die erste Runde gewonnen. Aber ich weiß nicht, ob er... Ja. Ich weiß nicht, ob er die zweite auch noch gewonnen hat. Ich glaube, der hat die zweite auch gewonnen. Ich glaube, der ist Halbfinalist gewesen. Alter, krass. Ist der nicht gegen Musikmaster rausgeflogen? War das nicht so? Oder? Ich weiß nicht. Müsste auf jeden Fall. Also wenn gegen Musikmaster. Viertel oder halb. Vielleicht weiß ja jemand im Chat, keine Ahnung. Das Matchup ist nicht so gut, wie ich zuerst dachte. Leider nee, ich auch nicht. Prince, Ghost, Elektromagier, das könnte kritisch werden irgendwann. Und jetzt Ritter der Hälfte, Elektromagier ist jetzt auch viel zu offensiv dabei. Der Gegner kommt ja gleich zu einer Szene, wo er halt irgendwie so zwei Giants auf dem Feld hat. Natürlich ein super Eisgeist. Aber die fällt einfach um, das ist zu viel Single-Target-Damage. Oh mein Gott! Gut, der Giant ist down. Ja, okay. Wenn er noch einen Ritter wieder hat oder so? Das tut so weh! Die schalten sich halt echt gegenseitig aus. Der nächste Giant ist da.
Pietra führt jetzt hier vom Elixier und auch im Late Game ist er besser. Das kann kritisch werden, sehr kritisch, weil der Gegner auch immer wieder einen Preußen werfen wird. Gegen Music Master im Viertelfinale, schreibt hier jemand. Okay. Okay. Da wissen die Zuschauer wieder mehr. Preußen ist wieder da. Ritter, guck mal, fällt schnell der Umfeld. Das ist halt auch übel. Ne? Jetzt hat er mal ein Elixier Plus gemacht. Target Damage. Aber wie kann er das nutzen? Der Gegner hat ja alles, was er braucht. Nicht, dass er irgendwie was am Turm connected. Alle Einheiten funktionieren ja auch gegen den Miner. Ist ja nicht so, dass er irgendwas daraus cyclen kann. Oh, das war krass. Mega Minion tankt. Royal Ghost ist auch down. Und auch der Elektromagier kriegt keinen Hit am Turm raus. Ja, er spielt es extrem stark. Vendetta spielt genial hier gerade, aber das Matchup lässt da nicht so viel zu. Könnte unentschieden werden. Und was, Alter, jetzt noch 2 Minuten Verteidigung, glaubst du, gegen Adrian Pietra? Das ja, ist schwierig. Er kann es schaffen, aber es wird schwierig. Ah, ja, meiner gesetzt gegen den Royal Ghost. Sepp kommt, ja. Aber der ist da hat auch schon down. Oh, Prinz nicht in Turmreichweite. Oh, das tut richtig weh, aber da, ja, wirft er. Ja, gut, Turm kriegt. Das ja, okay. Soll es jetzt vielleicht nicht geworfen. Ja, macht auch ein bisschen Schaden am Turm, vielleicht. Er hat den Inferno-Tick gefailt. Ja. Den stellt er eigentlich immer anders auf, weil sonst. Aber da kommt die ganze Zeit Eisgeist. Aber der Eisgeist bringt jetzt nichts. Der Eisgeist hat er gut gemacht. Ah, okay, deswegen hat er es gemacht. Oh. Krasser Zug. Giant ist down. Oh, ist wieder kurz die Truhe. So viel Single-Target-Damage, Alter. Ich dreh durch, wenn ich das hier sehe. Das ist jetzt Game, ja. Das wird. Jetzt spammt einfach. Jetzt spammt er einfach. Truppen an der Brücke. Und dann. War es das. Oh, der Charge! Oh. Na gut, er kite jetzt immer weiter in die Mitte. Irgendwie finde ich das witzig. Aber jetzt wird's. Oh, Prinz kriegt keine drauf. Mega Minion tut weh. Mega Minion tut weh. Das sind Hits. Ja. Er hat einen Ritter. Jetzt sieht's in Ordnung aus. Ah, Eisgeist. Er sieht in Ordnung aus. Eisgeist. Jetzt ist der Inferno schon wieder da, wo der Eisgeist ist. Kriegt er aber trotzdem down. Müsste er trotzdem down bekommen. Alter, wenn der da schwitzt hier um sein Leben. Ja, der Gegner muss halt Poison zeigen. Wie krass. Jetzt macht er nochmal Druck. Guter Riese, aber das bringt nichts. Oh, doch. Also, ich meine, die Riese. Von Vendetta, das ist richtig Schaden. Ja, das schon. Das auch richtig. Oh, nein. Oh, nein, der Inferno-Turm. Eisgeist trifft den Inferno-Turm nicht, das war ziemlich lucky. Meinst du, der. Achso. Komm schon. Ja, schön. Guck dir den Royal Ghost an. Der Royal Ghost. Inferno-Turm hilft mit, das ist Damage. Alter, Vendetta. Er schafft es unentschieden. Ist der wahnsinnig. Vielleicht schafft er das unentschieden. Alter, er verteidigt sich gerade so den Hintern ab. Was passiert beim Unentschieden? Keiner weiß, was beim Unentschieden passiert. Ja, ich weiß nicht, wie die Regeln sind. Ja, ich weiß nicht, wie die Regeln hier sind, ob das selbes Matchup ist. Genauso. Alter, was ist mit Vendetta los? Wie kann ich man denn so performen? Wenn es selbes Matchup ist, dann bringt ihm das Unentschieden nicht. Was ist mit dem deutschen Team los? Eben Big Spin gegen Surge, jetzt Vendetta. Ein übel beschissenes Matchup gegen Adrian Pietra. Aber er spielt hier einfach um sein Leben. Ich verstehe nicht, wieso Adrian Pietra nicht durchkommt. Holy shit! Was? Wie geil! Alter, was für ein Game, Mann. Die Games sind alle so Nailbiting hier, das gibt's überhaupt nicht. Jetzt bin super ich gespannt, nice. Was passiert. Ich hab's heute Mittag angesagt, Game. Ich hab's überall angesagt. Heute sehen wir arschgeile Games. Was ist? Ja. Wir sehen arschgeile Games, das ist klar. Wenn die besten deutschen Spieler gegen Team Kiesel spielen, da ist so eine geile Unterhaltung einfach vorprogrammiert. Nice. Backchanging ist, glaube ich, erlaubt. Ja. Oder? Denk mal, ja. Ich glaube schon, klar. Was war das für ein... Ich komme immer noch nicht ganz auf klar gerade. Alter, ich... Boah. Ich komme gar nicht klar irgendwie, insgesamt. Alter, so krank, Mann. Ich habe halt übel gesackt im zweiten Game, aber kann ich auch noch wieder gut machen. Kompetenzmittel, spende 30 Euro, übernimmt die Weisungskosten und schreib einfach nur krass Big Spin für dich. Alter, vielen lieben Dank. Das vielen hat er sich mit dem Sieg geil. Über Surge verdient. Das freut mich, vielen Dank. Einfach mal gegen Surge gewonnen, richtig heftig. Alter, das war, du, man hat richtig gesehen, du bist so krank in diesem Matchup. Mit das war halt so krank, ja. Was denkt Surge? Kennt Surge dich? Ja. Ja. Wir haben früher mal öfter trainiert, aber ist schon eine Weile her. Alter, der denkt sich aber auch so, what the fuck. Ja. Heftig. Ja, das ist einfach nur Matchup-Knowledge gewesen. Allein der erste Tornado da, wo ich alles zusammengefasst habe, da habe ich schon gedacht, das kann gut werden. Ja. Alter, was werden jetzt für Decks gespielt? Alter, wenn Vendetta jetzt hier noch den Sieg schafft, das wir gehen so ins krank. Nächste Game. Vendetta hat hier gerade das Game das seines Lebens Bochum. Gehabt, unentschieden rausgeholt. Es wäre Bochum gegen, wer ist beim anderen Team? Jan, Y-A-N. Deine Worte. Alter, genau deine Worte.
Grüße gehen raus. Ich frage mal, ob er das ist. Halbzeit Ezio wieder in dem Wort im WDF. Es könnte sein, dass Vendetta nochmal das gleiche Deck spielt, glaube ich aber nicht. Es könnte auch gut sein, dass Vendetta jetzt Ballon Cycle spielt. Das kann er extrem gut aktuell. Hier kommt ein ironisches Clash Royale, ist seit Monaten ausgestorben, deinstalliert dieses Spiel. Ja, bitte. Das ist gut, das ist gut. Mittlerweile verstehen die das. Okay, Vendetta spielt in Ramburg. Pekka Ramburg. Ja, muss da Guards und ein Mega Minion einsetzen. Scheiße, ich glaube, Adrian Pietra spielt Lavaloon oder Lavahund. Echt? Na, könnte auch Pekka spielen. Könnte ja, auch Pekka Blitzfilm spielen. Oh, nein, oh meine Fresse, schon wieder gekontert. Es ist Pekka gegen Lavahund. Was für eine Scheiße. Wo weiß der das? Ja, aber ich hätte an Vendetta Stelle auch niemals jetzt Pekka gespielt, weil gegen meiner Poison ist Lavaloon Hardcounter, also mit Lavahund, mit Fluffmaschine, ja, genau. Das hätte meiner Poison rasiert. Oh mein Gott, Eisgeist trifft nicht den Elektromagier. Vendetta hat den Poison versetzt. Na, das sieht nicht gut aus. Aber es wäre so oder so verloren, Er hätte anders picken müssen. Oh, das hatten wir heute vorhin heute schon. Pickt er den Packer? Na, egal. Oh, Alter, ist das ärgerlich. Da kommt eben das Game seines Lebens und dann kommt ein... Oh Mann. Nicht der beste Pick und dann einer einen Poison Spell versetzt. Heißt, wir müssen jetzt noch ein Set spielen. Es ist noch ein Set angesagt. Wir können eine Karte. Luxman spendet 100 Euro, übernimmt die Beweisungskosten und schreibt Huni für Big. The Real Mass, die spendet 50 Euro und schreibt einen Fuffi auf Big Spins Nacken. Oh, wahrscheinlich. 150 Euro zusätzlich nochmal drauf für Big Spin. Alter, danke, das kommt, so gut einfach. Du hast dir gerade Ausrüstung gekauft. Alter, das ist so, ja, zum einfach Stream, geil. Sofort bezahlt. Richtig krass. Das ist so überzeugend. Vor allen Dingen nach diesem Game, da denke ich, das ist so das Überzeugendste, was überhaupt geht. Alter. Das ist so ein geiles Game und dann die Spenden für so ein Game. Das ist einfach geiler geht's nicht. Vielen Dank. Gegner failed. Was passiert hier? Ich habe den Game schon abgeschlossen. Ich auch. Wieso? Damage? Ja, aber das reicht nicht. Wird wieder unsichtbar. Oder? Gegner braucht jetzt Guards. Er hat nichts anderes. Leck mich. Der Turm fällt. Aber Vendetta muss... Oh mein Gott. Nee, ne? Aber was hat Vendetta jetzt gegen... Oh, Eiskreis. Ja, genau, gegen dieses... Ja. Ich will nicht hingucken. Das ist... Magst du den Ballon nicht? Diese Frage, Leute. Diese Frage auf jeden Fall. Okay, ja, schade. Oh, okay, Mann. Ja, gut. Er nimmt sich den Turm und dann... Ja, es tut weh. Okay. Ja, Adrian Pietra, zweimal das bessere Matchup. Einmal konnte Vendetta lange verteidigen im zweiten Matchup. Einmal den Poison völlig falsch gesetzt. Aber ihr habt es gesehen, Lava und Ballon ist gegen so eine Kombi sehr, sehr, sehr schwierig. Eine Stunde. Wir springen so ins nächste Set. Was wir kommen gerade von den Spenden nicht drauf klar. Nächstes Set, das alles entscheidende Set. Es steht 1-1, Team Keso gegen Munich eSports. Wen spielen wir? Gebannt. Jan spielt gegen Toaster. Danach, wer spielt danach? Danach spielt Soaking gegen Bochum-Fans, Surgical gegen Vendetta, St. Bellikin gegen Flobby und Mookool gegen Big Spin. Ich weiß nicht, wer Mookool ist. Ich weiß nicht, wer Mookool ist, Alter. Ich spiele wieder gegen St. Bellikin. Aber er steht sicherlich nicht ohne Grund an der Stelle. Ja, das stimmt. An letzter Stelle steht immer der mit den Eiern im letzten Set. Okay, ja, krass. So, gebannte Karten sind Skeleton Barrel und die Goblin Hut. Damit werden so viele Meta-Decks einfach auseinandergenommen. Jetzt muss man entweder alternative Decks spielen oder... Also jetzt ist richtig viel Taktik das gefragt. Tut richtig weh. Pekka Friedhof, ne. Das macht er nicht. Das ist richtig heftig, ja. Guck, genau davon reden wir. Da kann Toaster einen Scheiß gegen machen. Oh, Toaster hätte Lockbait spielen sollen. Da kann er nichts machen. Lockbait hätte, glaube ich, aber auch langfristig nicht geholfen. Es ist schon heftig. Ja, mit den gebannten Karten. Skeleton, Barrel und Goblin hat. Jetzt spielt er hier einen Pekker Friedhof und spielt er noch gegen einen Giant Deck. Gegen Giant Miner. Das ist halt extrem gut damit und das countert halt echt viele Decks in der aktuellen Meta. Ja, es. Also, Team Keso spricht sich da ganz, ganz, ganz doll ab. Die sind sich da bewusst, welche Decks Sinn machen. Da werden Spielerprofile erstellt, was ein Spieler jemals gespielt hat und was er spielen könnte. Das werden wir hier, glaube ich, noch ein weiteres Mal sehen, dass Team Keso hier Konterdecks, sehr, sehr starke Konterdecks auspackt. Das kann ich mir nicht angucken. Gucken wir lieber auf die Spenden. Luxman spendet 250 Euro. Langsam bin ich genervt. Teilt durch drei, Jungs. Ist nicht teilbar. Stopp. Halt, stopp. Ja, da bleibt der Rest übrig.
3%. Alter. Alter, was ist los? Ja, ich komm nicht klar. Jetzt musst du Kopf rechnen, klar. Ne? Jetzt muss ich Kopf rechnen, das ist euer, rechnen. Das ist euer Job. 83,33. Ja, cool. Genau. Ja, moin. Alter. Alter, aber jetzt, vielen Dank. Jetzt will ich auch noch gewinnen. Alter. Ich möchte jetzt gern auch gewinnen. Vielleicht, also wir hoffen jetzt mal, dass es gar nicht zu mir kommt erst. Aber das kann leider nur passieren nach dem Game, wenn Bochum, Vendetta und du gewinnen. Ja. Dazu wird es kommen. Bochum ist heiß. Genauso wie Vendetta. Alter, Vendetta macht Search nass. Der hat letztens doch Search schon nass gemacht. Stimmt, stimmt. Stimmt. Der Search beißt sich an deutschen Spielern die Zähne aus. Berin, Alter, voll gut gerade Floppy, Vendetta, Big Spin. Ja, ja, kann sein, dass er alles gewinnt, aber nicht gegen die, nicht gegen die. Ja gut, kann Toast da nichts machen. Hard Counter Matchup. Da konnte er wirklich nichts machen. Und Vendetta. Ich die 3000 Spiele geknackt, ich schaff's nicht. Ich check's gar nicht. Erster Punkt für Team Keso. Fantastisch gepicktes Deck, muss man einfach sagen. Ja, stark gepickt. Stimmt, Loai. Loai noch, die Loai Bracket. Oh, stimmt. Da Loai. War ja was. Was war der eigentlich? Dabei. Ist der noch bei Tribe, ja. Tribe, ja. Gut, geil. Die sind auch raus in der ESBC. Nova ist raus, Tribe ist raus. Wir sind raus. Ja, das meine ich. Das ist so ein bisschen kein Lower Bracket, keine Liga, keine Round Robin. Dann sind so die Favoriten, wenn du mal einen schlechten Tag hast oder falsche Decks pickst, bist du weg. Du bist einfach raus. Ja. Ja. So. Aber Giants zum Beispiel mit Z-Temper und Matt, die haben einfach alles gewonnen. Matt hat im Halbfinale 4-0 gemacht. Ja. 4-0 im Halbfinale, das ist mal eine Ansage. Unser Gegner. Wie kann man immer noch diese Kacke spielen? Schreibt hier jemand. Einmal nochmal bitte. Hashtag CR ist tot. Du kennst, das Spiel ist sowas von out. Das spielt keiner mehr. Ja, die ganzen E-Sport-Sponsoren springen ab. Alles Fake-Zuschauer. Alles, es ist alles Viewerboard. Ich guck mal ganz kurz hier meine richtigen Statistiken. Wir sind gerade 300 Zuschauer, der Rest ist gebottet. Das Game ist tot, hat auch keine aktiven Spieler mehr. Wir gehen ins nächste Match. Soaking gegen Bochum-Fan. Oh, geil. Bochum spielt Avalon. Das wird interessant. Ich hab's heute auch schon zu spielen bekommen. Ja, und ich glaube, Soaking spielt tatsächlich Packer. Echt? Oder Giant. Nein, Soaking spielt doch nicht Packer in den Lava, in den besten Lava-Hundspieler der Welt. Oder Friedhof, er spielt Friedhof-Pumpe. Friedhof-Pumpe? Nee, er spielt Miner Poison, was oh, ist los? Oh nein, Bochum spielt Golem. Oh, Miner Poison gegen Golem? Nein, das ist nicht mit Packer. Das ist doch 100% mit Packer. Das ist mit Packer, ja. Packer Miner Poison. Warum spielt oder? Bochum denn Golem? Ich weiß, das könnte auch mit mit Inferno Dragon und noch irgendwas dann. So ein Miner Cycle Deck mit Poison und jetzt noch Inferno Dragon. Das könnte auch sein, glaube ich. Ja, anscheinend schon, aber das ist auch schlecht. Wenn er einen Packer hätte, hätte er den jetzt schon eingesetzt. Der hat was, der hat keinen Packer. Nee, der hat keinen Packer, aber... Packer. Er hat einen Inferno Dragon. Inferno Dragon und Poison, letzte beiden Karten, Mike Hall. Inferno Dragon und Poison. Es war so perfekt verteidigt. Aber der Miner macht richtig viel zu schnell. Supermaschine fliegt davor. Bochum. Lol. Bochum, Bro. Na gut, vom Elektromarker wäre sie eh gestorben. Oh, Tesla. Tesla? Tesla und Poison. Tesla ist aber kein Inferno Turm. Und das ist auch kein Inferno Dragon. Aber es ist trotzdem gut. Das Matchup geht klar, aber... Flugmaschine. Die Flugmaschine war gefailt, ja. Keine aber Frage. Ich glaube, die wäre sowieso vom Elektromagier gestorben. Nee, niemals. Er hat ja Flugmaschine gespielt und dann noch Mega Man. Der Elektromagier hätte ja dauerhaft Golem und Flugmaschine angegriffen. Dann ist der Schaden ja viel geringer. Ja, okay, ihr habt recht. Ja. Alter. Jetzt ist ja die Frage: Hat der Gegner einen Poison? Hat Soaking muss Poison? Er, das könnte jeder ja, meiner, muss er. Der braucht doch einen großen Zauber, als ob er hier irgendwas anderes spielt. Der spielt ja nicht Tornado Lightning, so wie du, Floppy, der ist ja nicht lebensmüde. Danke. Kein Problem. Es könnte halt auch eine Rakete sein. Könnte auch sein, aber ich. Weil Poison hätte mit Rakete ohne Poison? Meinst du, die machen das? Ja, nee, Poison. Oh mein Gott, er fällt so ein bisschen. Die Flugmaschine ist nicht im Poison. Oh ja, die ist überhaupt nicht im Poison. Der Alter, aus 1000 Meter sniped sie den Elektromagier dort ab. Golem explodiert. Das ist richtig gut. Die Truppen waren noch kurzzeitig geraged. Aber Soaken kann das deffen. Soaken kann das leider deffen. Aber oh mein Gott, der wird auf die andere Seite. Oh mein Gott, der Royal Ghost haut ab. Nee, oh ne? Gott. Die Flugmaschine tankt, Fledermäuse sind dran. Lol. Wie viel Schaden ist das? Mein
Alter, Gott. Der Royal Ghost hat ihn gerade das Game-Gefühl verkackt. Das könnte jetzt nochmal eng werden. Nee. Oder? Oh, schön. Bitte gedefft. Richtig gut gedefft. Boah, Leute. Was ist das für ein Game? Jetzt kommt wieder eine Flugmaschine. Bitte wieder schön weit hinten. Danke. Oh, guter Eisgolem hat er predicted. Holzfäller! Ja, Holzfäller am Turm. Alter, wie geil. Wie geil. Oh mein Gott, oh er mein gewinnt Gott. Gegen Soaking. Ich muss schon mal safe spielen. Bochum-Fan. Gewinnt gegen Soaking. Da ist das Ding. Alter. Alter, der hat echt scheiße geil. Gepickt. Also ich frage mich, was Soaking da gepickt hat. Ich meine, war das gegen Lavaloon gut? Warte mal kurz. War auch nicht so gut. Das hätte er gegen Lavaloon. Die haben 1000 verloren. Teammanager. Die beraten sich da gerade in einem 50-Mann-Team, was man da spielen könnte. Das war absolut schlecht predicted. Weil Bochum spielt nur Golem oder Lavahund immer eigentlich. Und das ist gegen beide schlecht. Keine Ahnung, was er sich da gedacht hat. Ja, hätte er den Inferno denn gehabt, dann okay, aber ohne. 1-1. Jetzt spielt das Vendetta gegen Surge. Das letzte Mal hat Vendetta gegen Surge gewonnen. Aber ich glaube nicht, dass Surge das auf sich sitzen lässt. Der will nicht zweimal gegen den gleichen Spieler verlieren, wenn es so wichtig ist. Auf gar keinen Fall. Wollen tut das nicht, ne? 1-1. Alter, Bochum ist aber auch in Form aktuell. Das ist nice. Ja, das ist total krass. Vendetta hat nochmal übelst draufgelegt. Big Spin, du auf jeden Fall auch. Bochum auch. Das ist total absurd. Wir gehen ins nächste Game. Surgical Goblin gegen Vendetta. Letztes Mal hat Vendetta das Best of 3 gewonnen. Was werden für Decks gespielt? Oh, Ice Guys kommt durch. Oh, meiner Preußen. Skeleton. Ja. Oder Ballon Cycle. Skeleton Barrel und. Stimmt. Kobolthütte Ballon Cycle könnte auch gut sein. Ja, Ballon Cycle. Oder meiner Preußen mit Gahatz, weil er halt keine Angst vor dem Prinz hat. Ja, könnte beides sein. Lachsmensch mit 50 Euro über den Weisungskosten schreibt 100 weitere, wenn ihr gewinnt, Jungs. Lol. Lol. Alter. What the fuck. Lol. Vielen Dank. Danke für den Ansporn. Alle schreiben Akku, ja es lädt. Das verbraucht so viel, wie es nimmt. Nee. Ich will ja nichts sagen, aber das hier echt meiner Preußen ist, dann ist das Matchup nicht so schlecht. Aber er hat Tornado, deswegen glaube ich, dass es tatsächlich Ballon Cycle ist und das ist auch nicht so schlecht. Ja. Hast du ein iPad, lädst du das per normaler Ladestation oder lädst du das irgendwie via PC? Ja, er spielt Miner Cycle mit Henker. Er spielt das Miner Cycle Henker Deck. Miner Cycle Henker Deck. Ballon Cycle meine ich so. Lol, nein, er spielt zweimal weiter. Er hat gewechselt wegen Kobold-Hütte-Bahn und der Gegner Mega-Ritter. Das aber Kobold-Hütte ist ja auch gut gegen Ballon. Das stimmt. Ich überlege jetzt gerade ganz doll. Warum hat er Hock genommen? Ah, Hilfe! Oh mein Gott, wie close! Aber Inferno Dragon? Was hat er dagegen? Hat er irgendwie was? Der würde jetzt umlocken. Oh mein Gott, wie. Das war Last Second schon wieder der Ritter. Oh, jetzt zur Tür. Eisgeist, jetzt hat er nur Eisgeist. Aber mehr nicht, aber der wird wieder leben. Ja, das ist der rechte Turm leider. Oh, auf der anderen Seite ist der Royal Ghost. Auch wenn der die King Tower ist an, aber was. Ja, gut. Ich weiß nicht, warum er Hock gespielt hat. Weil Mega Ritter wird halt sau oft gespielt. Ich hätte an seiner Stelle Ballon gespielt und hätte das, glaube ich, sogar gewonnen. Ja, schwierig. Vendetta ist einer der besten Schweinereiter-Spieler der Welt. Ja, klar. Aber Schweinereiter wird halt tot gecountert in der Meta. Ja, hast auch recht. Schade, ich habe mich so gefreut, weil er Ballon spielt. Oh Gott, Alter, jetzt habe ich aber richtig Druck, Mann. Ja, frag mich mal, was ich für Druck habe, wie du das gewinnst. Lol. Ja. Passiert dir vielleicht noch ein Wunder? Nee, kein Wunder. Ja, wünschenswert. Billikin spielt ja locker wieder das Golem-Deck, ich hoffe nicht, aber... Ja, okay. Er kann das Golem-Deck ja gar nicht spielen, für ihn auf. Kobold-Hütte ist ja raus. Also er muss dann zumindest die Kobold-Hütte changen. Alter, Leute. Oh. Ja, es ist krank, was hier gerade abgeht. Es ist so krank. Okay. Ich schreibe immer Hashtag Need a Wonder. Ich mute mich schon mal. Viel Glück, Fabi. Viel Glück, du bekommst 10. Danke. Ganz viel Glück, Fabi, ja. Oh, 2-1. 2-1 für Team Keso. Jetzt spielen nur noch Floppy und Big Spin. Das ist so wie, wie abgestimmt. Immer die Streamgäste. Von denen hängt jetzt alles ab. Alter. Ah,
Alter, hier schreit mir der Schweinereiter ist nur Level 7. Ich dachte, Vendetta ist ein Max. What the fuck? Ich hoffe, das ist nicht ernst gemeint. So, nächstes Game. Flobby gegen Billy Keen. Aber wenn Flobby jetzt verliert, dann ist es durch. Aber ich glaube, er gewinnt das. Es ist Skeleton Barrel und Koboldhütte sind gebannt. Oh, eine Pumpe. Flobby spielt Ballon Cycle. Goblin ging hinterher, ist Alter, aggressiver Stark. Alter, mega hat er Ballock gespielt, Flobby. Was hat Gegner was hat Belikin? Belikin spielt... Alter, guck dir das an. Es könnte Friedhof Pumpe sein, was Belikin spielt. Guck dir das an, der Miner macht die Pumpe down, geht der Ballon noch einen Hit, komm, ja, ein Hit noch, Ballon ein Hit noch. Oh mein Gott, der Turm ist down und die Pumpe ist auch down. Was für ein Start! Alter, wie geil. Wie viel Eier muss man haben für so einen aggressiven Starter-Move? Er setzt eine Pumpe, er nimmt sich sofort den Turm. Wenn da Ramburg, oh mein Gott. Was ist das für ein Deck? Oh, drei Musketierinnen. Nee, ne? Drei Musketierinnen, doch. Drei Musketiere mit Minion-Horde. Ist aber in Ordnung. Oh mein Gott, der Sepp und Eisgolem, wie stark war das denn? RIP. Holy RIP shit! Belikin hat gar keinen Bock mehr. Belikin hat absolut keinen Bock mehr. Alter, aber Flobby hat dafür umso mehr Bock. Ja. Der feiert gerade richtig, Mann. Ich würde ihn jetzt am liebsten hören. Alter, okay, aber nicht zu früh, Freunde. Es geht noch zwei Minuten. Das Game hat gerade erst angefangen. Der Turm ist zwar gefallen, aber das war saufrüh. Und das Deck von Belikin ist im Late Game krass, aber Flobby hat noch einen Mega-Retter dabei, ja? Belikin packt. Ich denke, ja. Okay, das das Deck so ziemlich perfekt. Ja, oh, ach du Scheiße. Okay, okay, das kriegt er hin, komm. Anderthalb Minuten verteidigen. Oh, das ist so lang in Clash Royale. Oh, der Mega-Ritter kann er schon mal nicht. Aber auf dieselbe Seite macht keinen Sinn, das weiß er hoffentlich. Oh, Mega-Minion kann er einfach alles mal abräumen. Hätte der auf die andere Seite gebracht, wäre produktiver gewesen. Mega Minion so räumt das Musketier ab. Geil. Belikin da gar nichts. Alter. Eine Minute. Alter, das waren nur 25 Sekunden. Ich kann es nicht fassen. Alter, nein, es gibt's nicht. Flobby hat einen zweiten Turm. Alter, das Timing Belikin war perfekt. In dem Moment. Ja. Das Timing war perfekt. Erster Hit. Auch wenn der King Tau an ist und schießt. Zweiter Hit. Ja. Juckt ihn überhaupt. Juckt den Ballon halt nicht. Ballon, nice Karte. Kein dritter, okay. Aber das gefällt mir in dem Moment. Ja, ja, das ist auch so. Gegen mich würde mich das total abfacken, aber wenn ich das hier richtig geil bei Flobby sehe, dann feiere ich einfach. Mega-Ritter kriegt. Oh! Oh, der wird durchkommen. Ah, ja, aber es ist nur ein Turm. Flobby hat den zweiten schon. So es ist noch nicht mal ein Turm. Es ist noch nicht mal ein Turm. Ja. 25 Sekunden noch. Miner, Goblin Gang, der Turm fällt. 2-0 für Flobby. Da muss er aufpassen jetzt. Jetzt muss er aufpassen, da das kann hässlich werden. Haben. Da könnte er Overextended haben. 15 Sekunden. Wobei, vielleicht muss erstmal die rechte Seite bekommen, Belikin. Belikin muss erstmal die rechte bekommen jetzt. Wenn er dann noch irgendwas machen wollte. Kann noch. Nee, er das, Game, das ist Game. Das ist es. Oh mein Gott, Flobby hat gewonnen. Flobby hat gewonnen. Es wird nochmal am Ende ganz knapp, aber das Ding ist sicher durch. Alter, was? Flobby. Alter, ich hab das so spannend noch gemacht. Junge, der erste Move. Ersetzt die Pumpe. Du gehst all in mit allem Elixier, was du hast. Nimmst ihn in den Turm und die Pumpe. Fix mich ganz kurz, nur noch bevor du spielst, denk an die Buns, ne? Weil wenn wir wegen Buns verlieren, wäre es Katzenkies. Koboldhütte und Skeleton. Koboldhütte, oh mein Gott, danke für den Hinweis. Koboldhütte und Dings. Koboldhütte und Skeleton. Alter, ja, das kann passieren, das kann passieren, deswegen sage ich das nochmal, weil hat Big Vendetta auch nochmal ein Schick geschrieben. Ja. Das könnte halt, das wäre halt so belastend. Skeleton, Barrel und Koboldhütte. Skeleton, Barrel und Koboldhütte. Das alles entscheidende Game. Es steht immer bei RPL 2 zu 2. Fix mir ganz, ganz sein, viel Glück. Alter, der Öffnungsmove, der war nice. Das kriegst du hin, Alter. Max, der Öffnungsmove war nice. Ja, ja, ist, das war perfekt. Alter, toll. Jetzt hängt wieder alles von einem Game ab. Oh, dieser Druck, das ist unglaublich. Mann. Wir sind hier 17.000 Live-Zuschauer. Weißt du, Sets 1 zu 1 und im letzten Set steht es 2 zu 2. Es ist jetzt auch nur ein Game, ein einziges Game. Mukul gegen Big Spin. Der Gewinner sorgt dafür, dass sein Team Platz 1 in der Gruppenphase ist. Kann Monique Esports Team Keso vom ersten Platz befördern und hier mit Platz 1 finishen. Das wäre so heftig. Es war schon so oder so krass, was hier heute abging. Und Big Spin hat heute schon Surgical Goblin zerstört. Das war so ein Game. Es war so ein Game. Es war unglaublich, was er heute schon geschafft hat. Luxman spendet 100 Euro und schreibt GG. Vielen Dank. Vielen Dank. Luxman. Immer noch, das wäre hilfreich, wenn du dazu schreibst, für wen die Spende ist. Durch 3 geteilt, durch 2 oder nur für Flobby, dann ist das leichter zu machen. Aber vielen, vielen Dank.
egal für wen das war, sehr, sehr krass. Alter, es ist so krank, Mann. Es ist schon mal ein souveräner Auftritt. Mukul gegen Big Spin, das alles entscheidende Game. Skeleton Barrel und Koboldhütte ist gebannt. Was wird gespielt? Halt so ein Matchup. Mein Gott. Ist es jetzt nur Matchup? Es sind beides so starke Spieler. Das Matchup wird so entscheidend sein. Und ein individueller Fehler kann die Niederlage verursachen. Oh Gott, Alter. Meine scheiß Hände zittern. Ich spiele noch nicht mal. Alles läuft wieder auf ein Game hinaus. Wir sind wieder bei RPL mit 15 Games. Letztes Mal waren wir auch sogar bei 16 Games. Alles entscheidende Game hatte Toaster da, glaube ich, gespielt. Jetzt ist das alles entscheidende Game von Big Spin ausgetragen. Beide setzen Alter, die haben beide so Angst. Die haben beide Angst, die wollen beide nicht setzen. Alter. Die setzen nichts. Ich kann's verstehen. Guck's dir an. Beide setzen den Ice Golem. Niemand möchte den Eröffnungsmove machen, weil dann kann man verteidigt werden. Geil wäre gewesen, wenn Big Spins Ice Golem einfach einen Hit mehr rauskriegt. Turm gegen Turm macht zwar keinen Sinn, aber. Ah, das sind auch 16 Games. Ja, normal. Es war ja ein Unentschieden. Wir sind schon wieder bei 16 Games. Oh mein Gott. 16 Games. Schon wieder das krankeste Szenario. Okay, Nachttext, das ist schon mal nicht schlecht. Er hat den Eismagier und er hat den Tornado. Ja. Big Spin scheint immer noch das gleiche Deck wie vorhin zu spielen. Perfekter Eismagier-Timing. Gleich kann es nicht sein, aber ähnlich, weil ja die Koboldhütte raus ist. Ah, okay, Koboldhütte mit Grabstein ersetzt. Nice, Grabstein das ist super und dann stark. Jetzt Inferno-Deck, das ist richtig gut. Oh mein Gott. Und der ist unsichtbar. Ja, okay, muss er Guard setzen. Und die kommen halt überhaupt nicht. Aber irgendwie ist der Inferno-Ring die ganze Zeit in seiner Hälfte geblieben. Ja. Rambok ist eingesetzt. Ist er wieder am nächsten Grabstein? Ja, ist er. Nee, ist er nicht. Ist er nicht. Rambok connected. Ist okay. Eismagier und Royal Ghost machen beide Flächenschaden und die Dinger sind geslowed. Das geht klar. Auch das ist gut. Das wird der Eismagier überleben. Royal Ghost ist geslowed. Jetzt kommt ein sehr jetzt früher kommt Poison. Friedhof. Und jetzt kommt Poison. Nein. Ach, das ist ein gegnerischer, okay. Das ist der gegnerische Poison. Jetzt ist der da und die Nachthexe ist down. Nice. Und die Fledermäuse auch. Kann der Ghost bitte nochmal unsichtbar werden, danke. Kriegt er noch nicht raus? Nein, okay. Nächster Grabstein gesetzt. Oh, Bridge Spam gegen... Das ist so ein spannendes Matchup. Es wird ein Fehler, kann das Game entscheiden. Ja, ein Fehler kann es machen. Und Mixer macht wieder seine Taktik. Defensiver Poison Spell. Ist okay, dann hat er ihn nicht in der Offensive. Kein Schaden verursacht. Nachttext überlebt, das tut weh. Das sind jetzt ganz viele Fledermäuse und der Eisgolem tankt leider. Das kriegt aber der Eismagier hin. Ja, das wird geklärt, das wird komplett geklärt. Alter, das ist mega. Guck dir an, wie viel Value das Viech da oben bringt. Ja, wobei der Royal Ghost ist noch da. Ah, Eisgolem gebracht. Da ist auch noch ein Barbar zwischen. Jetzt kommt oh mein Gott, jetzt kommt der Push auf der anderen Seite. Die Nachttext ist raus. Alter, das war extrem krass. War richtig gut. Das wird noch alles. Guck dir das mega, wie viel Value das bringt. Das, hat er jetzt Guards? Okay, er hat Guards. Ach, das sind wir die hat einen Elixiervorteil. Bixby, wenn du das hörst, du hast 7 Elixiervorteil. Alter. 7 Elixier. Das weiß er hundertprozentig. Wie viel Value er da gerade aus der Defense geholt. Das ist unglaublich, wie Bixby dieses Deck beherrscht. Das kann kein Zweiter so. Er hat eben Surge damit schon nass gemacht. Und was er hier für Züge raushaut, das ist... Ich sag mal so, er wird es nicht verlieren. Nee, verlieren wird es glaube ich nicht. Das wird hier allerhöchst Frage ist halt, ob es unentschieden. Gewinnt. Die Frage ist, ob es gewinnt. Ja, der Gegner hat auch sehr viele Karten, die gut sind gegen den Friedhof. Oh, Alter, die Anspannung, ich fasse es nicht. Auch da sind wieder einige Truppen dabei, aber Grabstein ist da, Eisgolem ist da, Eismagier ist da. Er hat halt den Damage-Vorteil und jetzt kommt wieder Friedhof, nice. Ja. Poison gesetzt, Rambok geht da komplett down von den Skeletten, perfekt. Connected der sogar? Oh, er connected nicht, Grabstein bleibt stehen. Sehr krass, Bixel macht wieder Damage. Das ist unglaublich, Bixel hat noch gar keinen Fehler gemacht. Diese Tornado-Value, es ist absurd, es ist absurd. Wenn man das Deck sieht, dann denkt man, das ist das beste Deck zurzeit. Ja, das ist echt so. Wenn Big Spin das spielt, denkt man... Ja, das ist wirklich so. Jetzt bitte noch ein Poison. Es ist... Nee, er macht keinen Overextend, okay, er macht keinen Overextend. Bisschen Schaden kommt, Wie 1000, unter 1300 HP. 1 Minute 30 noch. Er spielt es halt so stark. Es ist unglaublich. Ja, die Inferno-Dragon. Double Inferno-Dragon, aber gegen die Truppen. Da muss er einen Poison spielen. Poison ist da. Auch gegen den Grabstein kommt er erstmal nicht durch. Noch ein Grabstein gebracht. What? Das sah ein bisschen buggy aus, aber okay, alles in Ordnung. Friedhof ist... Aber? Okay, kriegt er noch hin. Ice Golem ist da, Guards sind abgewehrt. Royal Ghost
wehrt er auch ab. Eismagier links am Turm, auch das ist wieder ein bisschen Chip-Damage. Rambok, nicht connected? War ein Grabstein noch dazwischen. Nächster Eismagier. Er kann es gewinnen, 5 Sekunden noch. Der Turm hat nur noch... Du hast einen Elixiervorteil. Das ist krass. Nächster ist gesetzt. Poison wieder drauf. Einige Skelette connecten, aber wieder ein Hit. Poison-Spell ist drauf, Nachthexe. Kriegt Schaden. Wieder ein Skelett. Es sind einige Hits. 35 Sekunden noch. Ich kann es nicht fassen. 542 HP. 30 Sekunden. Er muss jetzt auch erstmal wieder verteidigen. Macht der Gegner gut, so aggressiv da reinzugehen? Das ist nicht verkehrt. Ja, er bringt nicht viel durch. Royal Ghost mit Full Life am Turm. Tornado muss er spielen. Nice. Macht er. Ice Golem connected. Auch das ist Schaden. Sogar ein Hit und die Explosion. Poison und Skelette. 271. Oh mein Gott, wird das knapp. Poison Space, das ist... Reicht nicht. Er hat keinen Zauber. Ich kotz. Ich. Es reicht nicht. Schnell Friedhof. Ach, hast du nicht, ne? Hab ich nicht. Nein, Alter. Nein. Oh nein. Oh, das war so geil. Das kann nicht sein. Damit gehen wir im RPL um Platz 1 ins 17. Game? Ich kann's nicht fassen. 55 HP, das wäre der Sieg. Du bist ein Biest, aber er wird jetzt einen Counter spielen. Oh nein. Da wird er einen Counter spielen. Du musst irgendwas. Alter, Big Spin, wie du das Deck spielst, das ist so krass. Du hast Surge damit schon besiegt und wie. Ja, Alter. Aber 55 HP. Es ist halt scheiße, weil es unentschieden ist. Ich verrecke gleich auf der Stelle. Ich kotze so krass, es ist so bescheuert. Es bringt nichts. Ein Unentschieden bringt nichts. Alter, alles wieder von vorn. Ja, das ist ja die Frage, was machst du jetzt? Der Gegner spielt schon einen Counter. Der Gegner spielt schon einen Poison. Ich hab einen Plan. Spiel keine gebannte Karte. Oh ja. Müssen wir immer wieder sagen. Ja, wieder. Keine Kobold oder kein Skelett. Das ist so wichtig, dass wir das sagen, weil das vergisst man. Ja, das vergisst man. Jetzt unter so einer Anspannung aus so einem Game. Ich kann es nicht fassen, das ist so spannend. Keine Kobolde und kein Skeleton fast. Oh, 55 HP. Das wäre der Sieg gegen Team Keso. Egal, das nächste Game kriegst du hin. Hoffe doch. Alter! Mann, das kann nicht spannender sein. Das hätte ich gegen das beste Team der Welt eigentlich und gewinnt das hier schon. Mann. Der Gegner hat nicht einen Fehler gemacht. So, Leute. Ganz viel Erfolg und Glück, Alter, das kriegst du hin. 55 HP. Den Sieg hast du jetzt ganz doll verdient. Das hast du dir so verdient, wenn du das gewinnst. Alter. Hast du im ersten Set eigentlich gespielt? Ja, gewonnen. Nice, Alter, du hast alle Games bisher jetzt gewonnen. Gegen Surgery, gegen noch einen. Okay, ja, viel Erfolg, Alter. Mute dich. Alter, ich kann das nicht fassen. Wir gehen ins 17. Game. Bei der RPL werden mindestens 6 Games gespielt und maximal 15. Und wenn es so Unentschieden gibt, was es eigentlich niemals gibt, sogar noch ein 16. Und wenn es noch ein Unentschieden gibt, dann noch ein 17. Ja, hat Keso nicht 2-0 geführt? Ah, ne, 1-1, ne? Ja. 1-0, 1-1, 2-1. Oh, Alter. Wenn ich mir das schon vorstelle, wie der linke Turm ihm 55 HP hat, aber damit muss man jetzt abschließen. Da darf Bixman jetzt gar nicht dran denken. Neuer Fokus, neues Game. Ja. Alter, 18.000 Zuschauer, aber auch berechtigt bei diesen Spielzügen. Ja, das ist krank. Defensiver Miner von Big Spin. Banditen connected, Bandit, das ist der connected. Und noch ein Hit. Aber das Mega Min, oh, bitte geh in die Hälfte, bitte. Nein. Das nicht, tut weh. Hoffentlich kommt da nicht noch ein Tank vor oder ein Miner. Beide lassen voll laufen. Okay, Sepp kommt, Holz kommt. Beide zwei Elixier, nicht weiter. Ich glaube, es ist Expo. Könnte Expo sein, Wechseln. Backup Poison gegen X-Pro. Bixman kann ich nicht hören. Ja, ich auch nicht. Er ist ja bemüht, aber ich glaube, er kann uns hören. Ach so. Es ist tatsächlich Backup Poison gegen X-Pro. Echt jetzt? Ja, das ist nicht so geil. Wieso nicht? Der Gegner muss einen Fehler machen. Okay. Aber er hat die Banditin. Die Banditin wird da auch überleben. Da muss er noch was setzen. Und die Charge wieder an den Turm. Das ist genial. Er kriegt noch einen Hit raus. Guck mal, schon Hälfte Leben. 2 Banditinnen. Dieser Miner. Zu geil. Dieser Leben wie Miner. Das ist eigentlich das Schlechteste überhaupt, aber Hecker. Hier macht es jetzt Sinn. Mega-Ritter. Ist das besser? Ja, ich glaube ja. Oh mein Gott. Wobei, nicht unbedingt. Poison ist da. Das geht alles down. Der Mega-Ritter hat auch keine Probleme mit den Skeletten. Der Kite nervt ein bisschen. Kann der Mega-Ritter connecten? Er könnte noch springen. Oh mein Gott! Was?
Das war richtig. Junge, der springt da später, einfach rüber. Später wird es so schwierig, Damage rauszukriegen, aber er kann immer, Wingspin kann halt. Oh, scheiße. Meiner Poison, der Turm wird so oder so fallen, egal was da passiert. Der rechte Turm wird fallen, früher oder später. Das ist nicht zu verteidigen, Alter, der springt was Holz rüber. Ich denk so, du hast gerade noch gesagt, Pekka wäre besser, aber der Mega-Retter hat alle Skelette mit einem Hit bekommen und den Jump übers Holz hat er auch noch geschafft. Unglaublich. Jetzt kommt er, okay. Meiner macht Damage. Jetzt noch ein Poison. Braucht er nicht auf den Oh mein Turm, Gott, genau. Double. Perfekt. Double. Ja, das ist so perfekt. Guck dir das an. Oh mein Gott. Kein Damage. Bitte. Und der rechte Turm. 30 Sekunden noch. Das Game ging gerade erst los. Er cycelt. Zwei Banditen in den Charge schon durch und der Mega-Retter jumpt auch einmal. Der Turm ist fast down rechts. Ich dreh durch. Nein, jetzt hat er ihn aber irgendwie in der Rotation. Meiner und... Oh mein Gott, der Royal Ghost Flächenschaden. Hast du den gesehen? Komm noch nicht? Ja. X-Bogen ist halt jetzt ein... Jetzt setzt er alles ein, was er hat. Nice. Oh, Bogenschütze überlebt. Banditin connected. Ja! Oh mein Gott, das ist es. Das ist es! Das ist es! Let's go! Alter Wixpin! Junge! Wie hast du. Alter, Monique Esports gewinnt gegen Team Käse und ist Platz 1 nach 17 Games! Alter! Wixpin, meine Fresse! Wixpin, wie hast du heute gespielt, Junge? Easy! Alter! Wie geil! Was ist los hier? Wir haben einfach gegen Team Käse gewonnen. Monique Esports gewinnt gegen das beste Team der Welt, gegen Team Käse. Und nach 17 Games. Bigspin hat so krass gespielt heute, aber alle waren extrem heftig dabei. Meine Fresse. Oh mein Gott. Yes. Alter. Bigspin, wie groß war die Anspannung in den letzten Games? Du warst auch noch letzter. Alter. Und dann auch noch unentschieden mit 55 HP. Aber du hast es gut ignoriert. Alter, meine Fresse. Ich habe gedacht, Gegner spielt entweder drei Muskis oder X-Bogen, weil er denkt, ich spiele das Deck nochmal und das sind meine einzigen beiden Konterdecks. Gut, wir sind alle sprachlos, keine Ahnung, was heute abging. Unglaublich krass. Monique Esports hat es einfach geschafft gegen Team Keso. Da nochmal zusammenfassen, Team Keso, da fließen tausende Euro an Gelder, dass die Spieler eingekauft werden, dass das Team krass ist, heftig performt und dass sie Ergebnisse erzielen. Monique Esports ist nur ein Zusammenschluss von einigen deutschen Spielern, die sich gut verstehen, gut in dem Game sind. Und sie haben es einfach geschafft, Team Keso zu besiegen, sind damit Gruppenerster. Team Keso ist zwar auch weiter, Gruppenzweiter, und es wird bald weitergehen. Die besten 8 Teams werden noch gegeneinander spielen. Und wenn das so weitergeht und das Monique Esports Team, dieses Niveau halten kann, dann sehen die Chancen gut aus. Da ganz, ganz weit zu kommen, da bin ich mir sicher. Unglaublich krass, wir waren hier wieder 18.000 Live-Zuschauer. Clash Royale, Esports, egal welches Turnier ist, ob es Einzelturnier ist, Dreierturnier, Fünferturnier oder Länderspiel. Unglaublich geile Sache, das macht so viel Spaß zuzusehen. Die Spieler sind mittlerweile so krass, die Competition wird immer besser. Ich bin sprachlos, schreibt eure Meinung in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten RPL-Turnier.